Moin und herzlich willkommen hier zu einer wunderbaren neuen Partie Fridays for Fußball. Wir begeben uns nicht zur Nationalmannschaft, denn ich habe überhaupt keinen Bock auf die Nationalmannschaft. Ich habe Bock auf den VfL Osnabrück und der hat eigentlich ein Topspiel, wie ungefähr jetzt jedes Spiel beim VfL Osnabrück ein Topspiel sein wird. Wir müssen gegen Waldhof Mannheim in Mannheim ran und das bedeutet in der dritten Liga 6. VfL mit 48 Punkten gegen 7. Mannheim mit 48 Punkten, nur die Tordifferenz trennt uns. Mannheim hat minus 1 und der VfL Osnabrück hat 16 Tore. Also, na, die Tordifferenz sieht richtig gut aus beim VfL. Und ein Grund für diese gute Tordifferenz ist wahrscheinlich das Hinspiel gegen Mannheim. Im September war das und da gab es ein 5:0 an der Bremer Brücke für den VfL Osnabrück gegen Mannheim. Damit hat damals keiner gerechnet und vielleicht geht das Rückspiel auch so aus. Ich habe damals die Partie auch auf dem virtuellen Rasen gespielt, da gab es ein wirbelwindiges 4:3 für den VfL. Ich glaube sogar mit einem Tor in der 91. Minute oder so. Ich packe euch das hier in das Video. Da könnt ihr einfach nochmal draufklicken, könnt euch nochmal das 4:3 angucken, wie geil ich da gespielt habe und mal gucken im Vergleich, wie gut ich mich jetzt schlage. Die Platzierung habe ich schon genannt, ich kann mal die Tabelle durchgehen. Elversberg ist sehr weit oben, aber strauchelt ein bisschen mit 60 Punkten. Freiburg ist auf dem 2. Platz, Freiburg 2, mit 58 Punkten, Amateure raus aus der 3. Liga. Zählt aber halt im Aufstiegsrennen ja nicht mit. Dresden ist 3. mit 50 Punkten, Wiesbaden ist 4. mit 50 Punkten. Und dann kommt schon Saarbrücken, VfL und Mannheim jeweils mit 48 Punkten. Also ein richtig hitziges Aufstiegsrennen da in der 3. Liga. Zuletzt gab es ein 1:1 für den VfL gegen Freiburg und Mannheim verlor 0:3 gegen Wiesbaden. Also da sind im Moment nur Top-Duelle, muss man sagen. Und das geht auch so weiter, wenn ich immer gleich mal... Oh, läuft einfach vorbei. Oh, denn die kommenden Spiele für den VfL werden sein Dresden und 1860. Und die kommenden Spiele, Moment, oh, das war ein Fehler, für Mannheim werden sein Saarbrücken und Freiburg. Also da sind echt absolute Top-Spiele für beide Mannschaften. Und die werden halt auch, oh, da gibt es Freistoß, die werden auch die Zukunft der dritten Liga, also der derzeitigen dritten Ligasaison natürlich mitbestimmen. Das Spiel steigt übrigens auch im sogenannten Free-TV, sowohl im SR, SWR und im NDR wird das Spiel übertragen. Da kann man sich da lustig aussuchen, wen man denn beim Kommentieren zuhören will, weil wahrscheinlich wird es da zwei unterschiedliche Kommentatoren geben. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Pass kommt nicht an. Oh. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Da wollte ich mal schnell abschließen, wie vorher auch mit Engelhardt. Hätte er klappen können. Oh, Doppelball. Klicken wir mal weg. Das dauert zu lange, die Animation. Wir wollen hier Spielzüge sehen. Aufstellung habe ich so gelassen. Ich habe noch ein bisschen die Bank verändert. Rohrig reingepackt. Man kann ja hier nicht so viele auf der Bank mitnehmen, glaube ich, wie im echten Kader. Genau, Rohrig habe ich reingetan. Und ich glaube, Wähling noch, weil ich dem mal gerne eine Chance hier geben will. Das kann die Führung werden. So, und das ist kein Abseits. Absolut verdient, oder? Schön Engelhardt vorne drin gesehen, schön angeköpft und schönes Tor gemacht. Einfach mal kaltschnäuzig abgeschlossen. Genau, Aufstellung habe ich so gelassen, wie FIFA die gesagt hat. Ich glaube, laut Transfermarkt fällt Bertram, hat er schwer verletzt. Und Udoa weiterhin aus. Mehr konnte ich da nicht sehen, aber manchmal ist Transfermarkt da auch nicht so genau. Oder ich gucke nicht so genau, würde ich mal eher behaupten. Aber ja, schönes Ding, ne? Engelhardt steht vorne drin, wird angeköpft und steht genau richtig da, wo ein Stürmer stehen muss. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da wäre jetzt Platz. Oh, da fangen sie an zu tricksen. Könnte der Ausgleich sein. Da muss Kühn da rauskommen eigentlich. Warum kommt Kühn da nicht raus? Gut gedacht. Oh. Der Ball doch ziemlich daneben. Oh, Clipping-Fehler, Hand durchs Gesicht.
Ich weiß nicht, warum Kühner nicht an den Ball geht, aber eieiei. Es hätte auch in die Hose gehen können, da, wenn er den Ball da so durchlaufen lässt. Oh, was macht Kühn da? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Aber jetzt ist wieder Robert Tesche. die Ja, sieht Offensivbewegung. durchaus vielversprechend aus. Die Makala dreht sich. Ah, die Sah sehr Makala gefährlich aus. zieht immer so leicht drüber. Vielleicht sollte ich mal versuchen, da konzentrierter abzuschließen oder mal den Pass zu suchen. Boah, schön von Niemann. Niemann hat ja gegen Freiburg sein erstes Saisontor Das macht er geschossen. sehr Sein gut. erstes Tor im Dress des VfL. Glückwunsch nochmal. Hier auf Wagner. dem letzten Fridays for Die Fußball hatte ich Chance jetzt ja vielleicht zum Hamburg Konter. gespielt und Die Abwehr 0 sucht zu noch 1 mal ihre verloren. Formation. Hamburg hat sich. Sicher gehalten, der Puh, ich Kopfball. dachte Das gerade, der lässt war den dann fallen. auch Hamburg keine hat sich ja auch nicht so Laufkundschaft. extremst mit Ruhm Der war bekleckert, aber viel zu halt wenigstens schwach einen und Punkt geholt präzise, gegen um Kiel. irgendwelche Probleme zu machen. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Jetzt die Hereingabe. Oh, läuft Hier kommt unter. man den Ball nicht los. Oh, Damit lässt er sich nicht Köhler. überwinden. Kommt da schön an den Ball und kann draufhalten. Ja, Ecken kann ich nicht. Der Ball Wie kommt man rein. sieht. Der Keeper schnappt sich den Ball. Macht Ganz direkt sichere rein. Aktion. Nein. Hinter. Sofort die Entscheidung durch die Schiedsrichterin gibt Freistoß. Sehr schön. Oh, Giamfi. Ja, Klock. Riesenchance, Mit aber der kein Tor. hinten Es reinfällt. bleibt bei dieser knappen Muss ich auch Führung. mal Den was darf er nicht trauen. vergeben. Wir sehen, auch Den der darf er Trainer nicht ist vergeben. sauer. Manchmal Kommentare, naja. Kurz vor der Pause liegen die Gäste knapp in Führung. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Alter, ey, da wird ihm einfach der Fuß abgerissen. Richtig entschieden, es gibt die Und gelbe Karte. Und Riedel, jetzt kann er natürlich nicht im mehr so in Hinspiel die Zweikämpfe der gehen. Unglücksrabe, ich glaube, er schoss das Eigentor. Ich weiß nicht, ob er auch runtergeflogen ist später. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall schoss er das Eigentor, eins der 5 Tore. Ich kann keine Freistöße, das macht es ein bisschen schwieriger. Besonders mit dieser Ansicht, habe ich absolut keine Ahnung, was ich hier fabriziere. Aber ich kann es ja mal versuchen, einfach so. Und dann Klar, schießen. dass den Fans hier einige Situationen zu lange dauern. Aber das ist doch normal, Wolf. Die wollen das Ding einfach nach Schön an die Hause haben. Hand und dann gibt es Auch wenn Elfmeter. das für die Heimfans Das wäre nicht auch so geil. wirklich schön ist. Oh, ich wollte eigentlich abspielen, aber Das ist kein Ball, der für da war große ich Torgefahr sorgt. auch selbst. Oh, Der was Ball machen kommt zum die? Gegner. Ist das Spiel verbuggt oder so? Zieht einfach mal ab. Oh. Kein weiteres Tor für ihn. Also Irgendwie die werfen die Gäste immer jetzt den Ball hinter zu dem mir. Also meistens mache Langsam ich das ja, entwickelt sich ein Duell dass ich zwischen den Ball dem immer Spieler und dem Torwart. ständig zum Letzterer Gegner diesmal werfe, mit aber dem in dem besseren Fall. Ende. In die Ecke kommt. Ah, den muss er besser klären. Mal chippen. Da kommt die Flanke. Nein, was macht er denn? Warum geht er nicht richtig zum Ball? Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Schade. Es ist ein sehr, sehr So, und damit ist dieser hakeliges Spiel erste vorne. Durchgang hier nun beendet. Die Mannschaft mit der besten Heimbilanz liegt hier also zurück. Ja. Aus meiner Sicht. Mannschaft mit bester Heimbilanz, das muss ich auch nochmal nachgucken. Dann wird es ja doch ganz schön haarig am morgigen. Morgen um 14 Uhr, das hatte ich noch vergessen zu sagen, wann das Spiel stattfindet. Am morgigen Samstag. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Teil der Drittligakonferenz, wenn man sie so nennen darf. Lübbo. So, jetzt muss ich Sie mich mal bleiben eben weiter geduldig, konzentrieren. obwohl Sie ja knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Ah, Da ist die Chance. oh, Der wäre gut oh. gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Keine Hand? Okay. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auf diesen Schuss. Simakala muss abspielen. Ja, den habe ich gesehen, vorne wegrennt, aber. Oh, Lukas Kunze mal mit sehr viel Das könnte Platz. vielleicht was werden. Oh. Das war überragendes Stellungsspiel, dieses Timing. Und dann hältst du halt auch solche Bälle. Da fliegt der Ball schon. Ja, ich dachte, es wäre mehr in Winkel.
Ja, er jubelt sich da zu Tode, der Bartels. Irgendwann werde ich auch Elfmeter ecken können. So, Ecke kommt. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Oh! Giampfi. Ist da zu schnell für seine Füße. Uiuiui, jetzt mal aufpassen. Da muss ich eigentlich das Foul ziehen. Steilpass. Also, muss ich faulen, nicht dafür. Sehr schön, Klein Hansel. Konzentriert. Weggespielt. Muss auch gleich mal wechseln. Oh! Ist das jetzt? Oh. Boah, was für eine Chance! Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Noch wechseln wir nicht! Foul, aber hey, da werden die Leute abgegrätscht. Ich verstehe es nicht, wie brutal die spielen. Hätte schon längst eine rote Karte geben müssen. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Ah, abseits. Riesenchance, weil es weiter im Spiel geht auf Asse. Ähnlich gut durchgesteckt wie auf Engelhardt. Da gibt es noch die gelbe Karte nachträglich. Ja, Chatto. Für Kleinhansel ist mir jetzt noch nicht. Da haben sie das Tor so gerade noch verhindert. Ja, Waldhof spielt mit harten Bandagen. Wer lockt die Leute aus den Stuben? Sind die super Waldhofbuben. Gehalten, aber weiter aufpassen. Oh. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Kerze im Strafraum, ey. Gerade die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch. Ah, hier, guck mal, der Torwart kann nicht so gut spielen. Der Ball kommt immer zu mir. Da haben sie die Chance. Oh, ich wollte ihn eigentlich. So. In den Winkel. Ja, ich wechsle gleich auch mal. Ey, so viele Ecken hier. Eigentlich sehr offensiv von mir. Ich glaube, bald hat er eine Chance oder so. Wenn überhaupt. Jetzt kommt die Ecke. Bei dem Eckball ist er da. Nächste Unterbrechung muss ich wechseln. Ei. Sehr schön. Ja, das. Oh. Ein. Oh Gott, jetzt 4 gegen 2. 2 gegen 2. 2 gegen 3. Da kommt der Konter. Oh, so, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Was kommt jetzt für eine Entscheidung von ihr? Was war das? Der rennt von hinten in mich rein und dann kriegt er den Freistoß. Ich glaube, es hackt. Oh, und wenn der dann zum Tor führt, dann bin ich aber hier richtig sauer. Diesen Pass holen sie sich. Oh, das war eigentlich ein sicherer Pass in Lauf. Oh, sehr gut. Nochmal Zeit. Oh, hier wird nur geblockt. Kühn. Ich wollte eigentlich wieder noch wechseln, aber irgendwie kann ich das gerade nicht. Engel hat jetzt mal. Ey, immer auf den Torwart. So, dann wechseln wir auch mal. Hier kommt Haider hin. Kommt Putaro hin. Hier kommt Wolf. Ja, jetzt wird vielleicht ein bisschen Unruhe reinbringen. Oh, ich will Köder noch auswählen. Schön 5 Wechsel auf einmal. Mehr Unruhe kann man nicht ins Spiel bringen. Und das ist natürlich aufholbar. Ja, klatsch, klatsch, klatsch. Zeigen auch nicht alle Wechsel, oder? Okay. Er geht in den Strafraum. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Ah, frische Spieler. Die Hereingabe jetzt. Ah, läuft dann nicht gut, der Freistoß. Sie holen sich den Ball. Ja, die Abwehr ist natürlich jetzt ein bisschen platt, aber. Ah! Ja, wie man auch an dem Pass sieht. Und es bleiben noch 5 Minuten. Er bekommt die Unterstützung. Mannheim da nicht. Oh, Butter bei den Fischen macht. Jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Sie können kontern. Oh nein, 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 nein. Oh, Stein. Oh, danke. Hallo. Hm, wird das nicht abgepfiffen? Und ich habe mehr Glück als Verstand. Okay, das da kommt ist die Hauptsache. 2 Minuten Nachschlag. Mark Haider. Sehr schön. Super Pass. Weiter gefährlich. Das war zu Flugkopfball.
Oh, das ist doch ein Foul. Schaut doch. Schön abgeblockt. Oh, nochmal Werling. Der Ball bleibt vorne drin. Flanke kommt rein. Ui. Damit sind wir am Ende. 1-0 Sieg. Das reicht mir vollkommen. Ist zwar kein 5-0 oder kein 4-3, aber ein Sieg für den VfL Osnabrück. Und damit gebe ich zurück in die Funkhäuser. Macht's gut.